Hallo meine Freunde und Pumper und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir befinden uns anderthalb, dreiviertel Woche nach dem Wettkampf und es ist Donnerstag heute, genau. Ihr seht schon, die Bäckchen sind wieder ein bisschen massiger am Start hier. Und in diesem Video nehme ich euch mal ein bisschen mit durch die Post-Wettkampf-Zeit aktuell. Es gibt natürlich ein paar Neuheiten, es gibt ein paar Änderungen, es gibt ein paar sehr gute Nachrichten, es gibt ein paar belastende Dinge, wie das halt nach so einer Wettkampfvorbereitung eventuell sein kann, beziehungsweise es gibt ein paar Dinge, die halt natürlich tendenziell eher unschön sein können, und ich möchte euch heute da wirklich ganz transparent mal so ein bisschen mitnehmen, was dann so aktuell abgeht. Natürlich war die Wettkampfsaison für mich zweimal sehr erfolgreich mit zweiten Plätzen. Und jetzt sind wir natürlich am Plan gewesen, beziehungsweise es muss ja irgendwie weitergehen, ne? Dass es natürlich weitergeht, ist klar. Ich habe die ganze Zeit auch stark damit gerechnet, dass es dann einfach nach dem Wettkampf mal eine massive Offseason gibt, beziehungsweise dass es einfach eine längere Offseason gibt. Ist aber wahrscheinlich nicht so, denn eventuell ist bereits schon nächstes Jahr der Frühling angepeilt, was natürlich eine längere Offseason gar nicht so wirklich zulässt. Unabhängig davon wäre jetzt gerade aktuell nichts wirklich anders gewesen, als es jetzt ist. Und zwar befinden wir uns in dem sogenannten Reverse Dieting. Das jetzt gerade mehr oder weniger erfolgreich läuft, kann ich schlecht beurteilen. Stefan sagte letzte Woche Check-in, okay, alles sehr gut, aber jetzt ist eine Grenze da. Warum? Ich befinde mich aktuell je nach Tag, schwankt immer so ein bisschen, zwischen 8,5 bis 10 Kilo über Wettkampfgewicht, was für nicht ganz zwei Wochen relativ viel ist. Ne? Bin durchaus ein Wasserbüffel, das muss man ganz klar sagen. Also ich hatte extrem schnell viel Kilos mehr. Ja, bin aktuell, abgesehen von dem, was ihr so in den in letzten Videos nach dem Wettkampf gesehen habt, eigentlich voll wieder im Plan. Sprich, ich habe fast 6 Monate eigentlich auch vor der Diät schon konstant mit meinem Ernährungsplan gearbeitet und hatte da tatsächlich kein Gramm mehr oder weniger von dem gegessen, was ich als Vorgabe hatte, und auch kein anderes Lebensmittel prinzipiell so benutzt, als bis halt so die Vorgabe war. Jetzt sind wir da wieder im Prinzip back, also wir sind wieder zurück in diesem Game, und das ist natürlich eine Sache, also man stellt sich natürlich immer so ein bisschen vor, okay, Offseason, jetzt wird hier massiv gefressen, ne? Beziehungsweise jetzt wird massiv reingehauen, und da ist Reverse Dieting eigentlich ein sehr, sehr gutes Prinzip, über das ich auch wirklich froh bin. Vielleicht schauen hier ein paar Wettkampfathleten zu und können das so ein bisschen verstehen und unterschreiben, dass du natürlich erstmal wenig Grenzen kennst, beziehungsweise dass es sein kann, dass du wirklich auch Essstörungen entwickelst oder einfach sehr unkontrolliert cheatest, ne? Und ich bin wirklich mega froh, dass ich damit so, ich sag mal, gut klarkomme. Wenn du einfach direkt wieder in deine Struktur reingehst oder in eine Struktur überhaupt reingehst, hast du einfach solche krassen Ausschwankungen nicht. Und das sagt jetzt jemand, der hier 10 Kilo über Wettkampfgewicht ist, heute Morgen gewogen. Deswegen bin ich darüber extrem froh. Worüber ich nicht so ganz froh bin, ist natürlich, okay, ich sag ganz ehrlich, ist einfach, ich habe wieder pro Mahlzeit nur 50 Gramm Gemüse. Und das sind einfach zwei oder anderthalb größere gefrorene Brokkoli-TK-Röschen. Das ist nicht viel, ne? Und das ist halt was, wo ich so ein bisschen denke, oh ey, Mann. Außerdem ist auch die Kardiostruktur beibehalten, worüber ich an manchen Morgen dann ein bisschen bin und an anderen Morgen bin ich sehr froh drum. Ne, Cardio ist einfach eine Sache, die auch wirklich in der Offseason Sinn macht. Aktuell habe ich 6-mal die Woche 50 Minuten, also so ungefähr das, was auch so vom Wettkampf der Sache war. Außer natürlich das abendliche zweite Cardio. Bin wie gesagt sehr froh, diese Struktur direkt gesetzt bekommen zu haben. Natürlich lässt mein Gewichtsanstieg, mein starker, jetzt erstmal keine schnelle Erhöhung zu. Ich weiß nicht, wie es am Samstag ist, ob Stefan da sagt, ja, wir erhöhen mal. Ich würde es, glaube ich, jetzt Stand jetzt nicht tun. Leider. Was ich extrem merke, wenn ich aus dieser Struktur rausgehe, und das versuche ich so minimal wie möglich zu halten, versuche es wirklich so zu halten, dass es relativ selten mal, keine Ahnung, Magnum-Mandel-Eis gibt, ne, was halt extra dann drauf ist. Wenn es was Größeres wäre, was, ja, keine Ahnung, gehst mal essen oder so, dann würde ich das mit Stefan vorher absprechen. Ich coache auch selber, wenn du einen Coach hast und sowas ist, sprich's einfach ab, hol dir eine Meinung ein, beziehungsweise lass dir die Anpassung dafür geben. Easy. Und was mich so ein bisschen
schockiert, ist einfach, dass ich das tatsächlich merke, wenn ich sowas tue. Habe ich am nächsten Tag einfach 1,5 bis teilweise manchmal 2 Kilo mehr auf der Waage. Nicht konstant, also es geht nicht linear hoch, sondern höher, mal wieder ein bisschen tiefer, höher, ein bisschen tiefer. Das ist schon so ein bisschen krass. Im Training, muss ich sagen, geht man es aktuell gut ab. Wir haben den Plan minimal umgestellt. Grundstruktur ist gleich. Meisten Übungen sind gleich. Aber wir haben ein bisschen die Last vom unteren Rücken genommen. Und das tut mir sehr gut. Jetzt gibt es erstmal Essen hier. Meine gewohnten Mahlzeiten, 150 Gramm Fleisch. Kohlenhydratquelle, 60 Gramm Reis. Identisch 60 Gramm Reis bedeutet jetzt für mich, gibt es hier Kartoffeln aus der Heißluftfritteuse. Also einfach Kartoffeln in Pommesform geschnitten und die Heißluftfritteuse. Heißluftfritteuse ist Baba. Und 50 Gramm Gemüse. Ja, so ist das halt. Ich habe wieder richtig massive Energie. Nicht nur anhand der Trainingsgewichte, sondern auch anhand der Lust. Ich habe aktuell richtig Bock, mich zu zerstören, weil wir haben halt auch nicht so lange Zeit und ich will maximal alles rausholen, was halt geht. Sprich, ich will mich bis zum nächsten Wettkampf, ich will mich einfach nochmal verbessern. Ich will nur noch Schippe draufpacken und dafür geben wir alles. Warum? Weil wir den Scheiß lieben. Womit aktuell nicht wirklich gespart wird, ist Light Ketchup auf jeden Fall. Ist ja immer noch im Rahmen, ne? Ich habe eine Frage. Falls du dich auskennst mit Action Camps, schreib mir bitte in die Kommentare, ob es eine Kamera gibt, eine Actioncam, die wirklich gut ist, für so unter bis höchstens 200 Euro, mit denen man zum Beispiel, wenn man einfach jetzt keine Lust hat, die größere Kamera mitzunehmen, im Gym qualitativ gut hochwertige Videos, Trainingsvideos machen kann. Also einfach so solche Montagen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr eine gute wisst, wo ihr wirklich sagt, okay, die ist qualitativ echt gut. So ein bisschen hier auf dem Standard von dem Bildmaterial. Das wäre auf jeden Fall sehr nice. Das Home Gym ist übrigens voll in der Mache und ich gehe mal gleich rüber, weil er wird gerade ordentlich gewurzelt, wird also gearbeitet von einem ganz besonderen Mensch, einem wirklich sehr besonderen Mensch, aber ich muss ihn erst fragen, ob er vielleicht kurz auf YouTube zu sehen sein will. Schauen wir mal rüber. Und ich denke, es geht schon bald los. Übrigens, am Samstag holen wir noch ein Gerät ab. Das ist eigentlich so der Punkt, der entschieden hat, dass auf jeden Fall nicht jedes Gerät reinpasst. Aber schauen wir mal, wenn nicht, werden die Dinger gestoraged auf jeden Fall. So, das ist er, hier der Thomas, der wirklich alles hier gemacht hat. Ich habe hier keinen Streich gerührt, tatsächlich, obwohl ich wollte helfen, oder? Ja, ist auch schneller geworden, wie ich gedacht habe. Ah ja, der ist ja wirklich Wahnsinn, also das wird auf jeden Fall die neue Fläche. Und hier wird gerade eine Decke dran gemacht, dann kommt eine Wand, dann kommt hier ein Boden und dann habe ich mehr Gym. Und der Thomas hat hier alles geregelt. Thomas, offiziell nochmal, das ist nicht heiß, ich bin undankbares Arschloch. Danke. Stop that. Stop that. Stop that. Stop that. Das nimmt auf jeden Fall Form an. Ich denke, dass am Wochenende hier schon das ganze Ding relativ weit sein wird. Es steht übrigens heute noch eine richtig coole Sache an, die wir wahrscheinlich heute oder die ich ab heute offiziell machen kann. Das wird heute seitens einer anderen Partei bekannt gegeben. Und sobald das so ist, egal wann es ist, sobald es veröffentlicht wurde, werde ich es euch hier in diesem Video zeigen. Auch wenn ihr es vielleicht dann vorher schon auf Instagram gesehen habt. Aber egal, weil das für mich eine Riesensache ist. Aber dazu später mehr auf jeden Fall. Ne? So, Sitz passt, wackelt und hat Luft. Es wird noch gestrichen, übers Wochenende wahrscheinlich. Und da unten kommt noch die restliche Verkleidung dran. Das sind die Stücke, die gefehlt haben von den Platten hier. Und dann werden hier massiv viele Geräte stehen. Also 2 oder 3. So, gerade vor, ich glaube, 5 Minuten jetzt offiziell geworden. Und zwar, ab diesem Zeitpunkt bin ich offizieller gesponserter Athlet im Team Peak. Und es ist für mich eine Riesenehre und auf jeden Fall gibt es da sogar eine Background-Story, weil es ist für mich wirklich eine Ehre und wirklich ein Traum, weil es geht zurück bis aufs Jahr 2016, aber das sage ich euch nach dem Training, weil zur Feier des Tages wird jetzt erstmal hier ordentlich schwer der Rücken geballert, ne? Let's go. I got the cash in the bag, stadium packed.
Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot. Sich jeder freut, dass du auch. Gib mir mal klassische Pose. Something can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. Wenn ich jemand anderes filmt, der Kevin aus A, wenn ich dann fertig bin, ich denke so, mach aus. Dann mach. Jeder filmt meine Fresse. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Freunde, es ist ich sag mal, altbekannte Bild. Es ist morgens, es ist Freitag. Wir sind auf dem Fahrrad für 50 Minuten, aktuell 6-mal die Woche, wie in der Diät, außer das abendliche Cardio, das haben wir nicht mehr drin. Aber das morgendliche Cardio behalten wir bei. Ist immer ein ganz guter Start in den Tag, finde ich. Also es ist jetzt was, wo man natürlich manchmal aufstellt und denkt sich so, oh. Aber wenn es auch ein Plan ist, dann wird es halt auch gemacht. Vom Training, wie gesagt, gestern wurde öffentlich bekannt gegeben, dass ich ab sofort Member im Team Peak bin, habe ich ja gesagt, dass da so ein bisschen was Melancholisches, Nostalgisches dahinter steckt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es für mich einen sehr besonderen Wert. Ohne Flachs, denn 2016 müsste es gewesen sein, war ich das erste Mal auf der FIBO mit einem Kollegen damals. Und ich glaube, jeder, der das erste Mal so auf der FIBO ist, der weiß, dass man da erstmal sehr beeindruckt ist und so weiter. Und es war halt ein mega Erlebnis, so das erste Mal auf der FIBO. Du siehst so viele neue Dinge und so weiter. Zu der Zeit hatte Peak viele Athleten unter sich, die ich massivst verfolgt habe. Da habe ich zum Kollegen gesagt, ich fand das immer so cool, wie die da gestanden haben, beziehungsweise in ihren Videos, und hatten diesen schwarzen Hoodie hier an mit dem goldenen Peak-Logo auf dem Rücken. Und damals habe ich schon zum Kollegen gesagt so, ey, war jetzt geil, aber irgendwann, ich schwör's dir, will ich auf der FIBO stehen, beim Stand von meinem Sponsor und meine Marke vertreten, eine Marke, wo ich 100% dahinter stehe, ohne Witz. Zu der Zeit wollte ich unbedingt, das habe ich auch zu ihm gesagt, am besten mit einem schwarzen Pulli, richtig viel Muskelmasse und ein goldenes Peak-Logo auf dem Rücken. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Hoodie, Muskelmasse muss man noch ein bisschen draufpacken, aber ich wollte damals immer schon diesen Hoodie haben, aber gedacht, willst du das ja
haben, weil du ein Team bist, so, ne? Jetzt ist es einfach soweit und es ist für mich wirklich, wirklich, wirklich irgendwo ein bisschen ein Traum und habe richtig Bock, jetzt weiterhin hier Gas zu geben. Jo, was steht heute an? Nach dem Cardio geht's ganz entspannt in den Baumarkt. Wir brauchen ein paar Dinge fürs Home Gym. Am Wochenende, wie gesagt, Samstag wird noch ein Gerät abgeholt. Dann geht es den restlichen Samstag, denke ich, so ans Feintuning vom Gym. Das seht ihr auf jeden Fall im nächsten Video. Momentan wird's Cardio morgens genutzt, um ein bisschen kreative Dinge zu tun. Wir haben noch ein paar Check-ins fertig zu machen, die am Montag starten wollen. Das wird jetzt hier ganz entspannt vorbereitet, damit da am Montag gestartet werden kann. Samstag sind dann die Einweisungsgespräche. Gibt auf jeden Fall auch in diesem Bereich bald ein paar coole Neuigkeiten. Wir machen jetzt hier das Cardio und sehen uns dann gleich auf dem Weg in den Baumarkt, wo Männer zu Männer werden und Frauen zu stabilen Frauen. Let's go. Arschkalt. Tatsächlich habe ich aktuell immer meine Männer-Sport-Leggings an, weil off-season bedingt die Oberschenkel anfangen aneinander zu reiben. Ich denke, viele kennen es. Bruh. €175 weg. Auf Hypertrophie seinen Nacken, Alter. Wenn ich jetzt nicht wachse, dann raste ich aus, Mann. Und der Bratwurstgeruch hier vom Baumarkt, der einen immer quält und dazu verleiten will, eine fettige Wurst zu essen. Ist auch nicht schön. Naja, zu Hause gibt es jetzt auf jeden Fall Frühstück. Es wird Zeit. Ich werde nämlich massivst katabol hier. Breakfast time. Was ist es geworden? Das ist natürlich immer die Frage, was ist es geworden? Keep it simple, einfach weil es funktioniert. Wie immer, meine geliebten Oats mit Whey-Isolat und Apple. So, für mich geht es jetzt hier zur Arbeit. Essen ist mit dabei. Denn neben Bodybuilding und YouTube und Coachings und so weiter gibt es natürlich auch noch eine normale Arbeit. Zum Glück, Gott sei Dank, geht es für mich dann nur an meinen sowieso Lieblingsplatz auf der Welt. Neben meinem Home Gym natürlich und den Armen meiner Frau. Der Fitness Factory, also dem Gym, wollte immer so ein bisschen sein wie SpongeBob. Saumäßig gern zur Arbeit gehen. Das tun können, was ich sowieso liebe, jeden Tag Spaß haben und es sich nicht wie Arbeit anfühlen lassen. Ne? Heute darf ich bis Schluss arbeiten, das ist immer ganz cool, weil abends natürlich immer ein bisschen massivere Mucke läuft. Essen ist am Start. Heute ist Rest Day. Es gibt noch zwei Mahlzeiten mit meinen gewohnten 50 Gramm Reis, 150 Gramm Fleisch und 50 Gramm Gemüse. Ich habe jetzt kein Reis, ich habe Kartoffeln mit drin, also 200 Gramm ungefähr, 20 circa. Zu Hause gibt es dann die letzte Mahlzeit, die Eiermahlzeit. Egal was ist, die zeige ich euch auf jeden Fall noch. So, meine Lieben, Arbeit ist getan, Eier sind gemacht. Für mich gibt es jetzt hier, wie gewohnt, meine geliebten 5 Eiklar und ein Vollei mit, ich habe leider kein Mandelmus mehr, sprich die Nüsse müssen heute leider weichen. Ihr habt es gesehen, mit einfach ein bisschen Proteinpudding obendrauf als Topping, schmeckt dann so ein bisschen wie ein Crepe. Die Philly ist hier im Hintergrund anständig am Pfeife smokern. Für mich geht es morgen weiter mit dem Filmen, denn ihr seht am Ende nächster Woche sehr wahrscheinlich, auf jeden Fall ein Video, aber sehr wahrscheinlich
ein beinahe fertig umgebautes Home Gym auf jeden Fall. Ja, an dieser Stelle verabschiede ich mich aus dem Video. Ich hoffe natürlich, dass dir dieses kleinere Video einfach über einen kleinen Einblick, wie es jetzt nach dem Wettkampf generell aussieht, ob ich cool damit bin, dass ich wieder ein bisschen fetter bin und so. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniere, wenn du es noch nicht getan hast, wird auf jeden Fall weiterhin hier stabil, massivst Content produziert, so gut wie es geht. Würde mich natürlich freuen, wenn du weiterhin am Start bleibst. Bis dahin, bleib gesund, bleib stabil und trainier.